Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kaio. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und heute geht es nach Köln, denn die mächtigen Fear Factory lassen sich in der Stadt wieder mal blicken nach 8 langen Jahren. Und das hier ist der Konzert-Vlog. Also freut euch drauf. Nach dem Intro geht's los. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Falls ihr euch fragt, so, hey, was ist mit deiner Stimme los? Ja, leider bin ich ein bisschen erkältet. Glaub aber, ich bin überm Berg, habe mich jetzt die letzten 2 Tage mit Medikamenten zugedröhnt. Ja, und ich meine, bei so einem Ereignis, ja, muss man eigentlich dabei sein, ne? 8 Jahre ist jetzt her, dass die Band das letzte Mal in Köln war. Und ja, wie man hier sehen kann, ich habe meine Tasche gepackt mit Equipment, weil heute geht es einmal darum, Fotos zu machen, sowie ein Interview mit Frontmann Milo. Und wir reden ganz einfach so ein bisschen über die Band selber, weil der liebe Milo ist auch selber ganz großer Fear Factory Fan. Und ja, ist jetzt halt der neue Sänger und schau mal auf die Uhr. Wir machen uns jetzt langsam auf nach Köln. Und zwar hier hinter dem Burger King war früher das legendäre Underground. Fahren wir gleich dran vorbei. Allerdings ja durch Gentrifizierung und haben sie das alles platt gemacht. Also generell hier direkt rechts irgendwie das halbe Viertel wurde komplett neu gebaut. Ich zeige euch das gleich mal. Genau, und zwar da, wo quasi hier diese Spitze ist von dem Gebäude, genauer gesagt, wird das mal später eine Schule werden. Lag früher das Underground, ja, dort haben unzählige Bands tatsächlich alles kurz und klein gespielt. Da fahren wir jetzt hier direkt dran vorbei. Ja, also immerhin was Gutes, dass da drin jetzt hier irgendwie eine Schule entsteht. Ja, ein bisschen Positives hat dann doch etwas Gentrifizierung. Und tatsächlich direkt eine Straße weiter, ich meine, das müsste die Lichtstraße sein oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ist das die Straße, wo es zur Live Music Hall geht, wo die mächtigen Fear Factory heute Abend spielen. Und schon da ist die Finale und da vorne ist die Live Music Hall. Ich bin auch mal echt gespannt, was das heute gibt, denn es spielen insgesamt 4 Bands, 3 Vorbands, einer von die Butcher Babies, also der offizielle Main Support sozusagen. Und dann haben wir noch 2 weitere Bands. Ich denke mir mal, das wird auch unter dem Deckmantel von einem Buy-In-Slot laufen, also bedeutet, dass vielleicht 2 oder 1 Band sich eingekauft hat auf die Tour, um das Ganze irgendwie zu stemmen. Ich weiß es natürlich nicht, das ganze Spekulation würde mich halt nicht wundern bei so einem Package, was auch komplett divers ist. Also da passt irgendwie nichts zusammen. Butcher Babies, ja, ein bisschen New Metal, was sie da machen, Groove Metal, passt da irgendwie schon so ein bisschen mit rein. Aber ja, jetzt gehen wir mal hin und schauen mal, was das gibt. Der erste Gang ging wohin? Ganz genau, zum Merchandise. Dort kostete ein Shirt von Fear Factory 30 Euro, ein Longsleeve 40 Euro sowie ein Hoodie 50 Euro. Es gab diverse LPs für 30 Euro, dann noch Sticker, signierte Drumheads und. Es gab alles in Hülle und Fülle. Ich persönlich finde die Preise gemessen an das, was ich im Laufe des Jahres bei Headliner-Bands gesehen habe. Ja, preislich war das alles relativ human. Die erste Band, Visions of Atlantis, kamen aus UK, machten den Opener. Ich dachte als allererstes, als sie verkleidet auf der Bühne standen, oh nee, das ist doch die vergessene Truppe aus Braveheart. Gerade durch diesen blau-weißen Make-up wirkte das so, aber da hören wir mal kurz rein. Thank you.
starker Auftritt. Ich weiß jedoch nicht, ob man nicht in diesem Package vielleicht etwas fehlplatziert ist, genauso wie die nächste Band, Ignea aus der Ukraine, Female Fronted Metal. Neben Ginger würde ich doch schon sagen, aus dem Bereich definitiv die beiden bekanntesten Vertreter. Ja, machten auch einen sehr, sehr guten Eindruck, aber ja, der Opener und Ignea, Visions of Atlantis, die beiden Bands, muss ich ehrlich gesagt sagen, passten für mich jetzt nicht so rein. Naja, sei es drum. Als nächstes ging es dann weiter mit den Butcher Babies und die machten einen richtig dicken Abriss. Frontfrau Carla war verhindert, die hat jetzt irgendwann in den nächsten Tagen eine Operation am Auge, kann daher nicht auf der aktuellen Europa-Tournee teilnehmen. Nichtsdestotrotz machte Frontfrau Heidi echt mega Stimmung. Ich habe die Band in den letzten Jahren bestimmt 4-5 Mal gesehen und das war definitiv mit Abstand die beste Show. Ich hätte mir gewünscht, man hätte doch den ein oder anderen schnellen Song gespielt, statt die ein oder andere Ballade. Nichtsdestotrotz hören wir auch nochmal hier kurz rein. Zu guter Letzt natürlich der Headliner Fear Factory mit Milo am Gesang. Ich muss sagen, der Typ, der liefert live echt ab. Wir haben ja ein Interview mit ihm gedreht. Das kommt am Sonntag raus. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, ist es nämlich schon online. Schaut es euch an. Er ist mega sympathisch und auch er lieferte mega live ab.
Band spielte ungefähr anderthalb Stunden, spielte echt wirklich jeden Hit. Von mir aus hätte auch die Band noch eine halbe Stunde länger spielen können. Sei es drum, für mich war es ein sehr gelungenes Comeback. Ihr hört es schon vielleicht an meiner Stimme. Meine Erkältung, die kickt plötzlich voll wieder rein. Wir haben jetzt samstags bzw. sonntags 1 Uhr nachts. Ich mache Schluss für heute. In dem Sinne, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr euch Fear Factory live reinziehen werdet oder ob ihr die Band schon bereits live gesehen habt. Würde mich brennend interessieren. Lasst uns sehr, sehr gerne noch einen Daumen da. Bis demnächst, haut rein und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of music.